Und er crittet uns Turn 1 einfach. Einfach so crittet er uns Turn 1. Said I'm willing to ride for this shit. You know murder's my hobby. Inside of my closet's a bunch of dead bodies and shit. Niggas say that I'm cursed, cause I go to church and stare at the Bible and shit. Shorty say I'm the worst, cause I do my dirt and I don't be hiding the shit. Bitch, I'm a savage, I spit at you bastards. I wonder what you gonna do to me, oh. I need to hear some more rapping. I'm just not impressed by your cash and your jewelry, oh. Friends, was geht ab? Willkommen zurück zu Halloween. Fuck yeah, Alter. Ich sollte Sänger werden, Mann. So. Spaß beiseite. Ich hoffe, ihr habt eure Snacks ready, denn nanie den, man. Ja, ich hoffe, ihr habt eure Snacks und eure Getränkos ready, denn es geht losos mit Team Flerus. Ich habe mal gar keinen Bock, aber es muss sein. Ja, wir spielen mit dem Feuer, dann Ich will kämpfen. Ich habe doch gesagt, ich spiele mit dem Feuer. Ist okay, gut, dann spielen wir eben nicht mit dem Feuer. Los, auf Gedard. Freunde, wenn euch dieses Projekt gefällt, lasst dem Video einen Daumen nach oben, da support ist kein Mord. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert doch diesen Kanal. Ich werde dieses Palim so hart mein in den Mund rammen. Holy shit. Wortwahl wieder on point. Videomonetarisierung ist auf jeden Fall nicht on point, weil das gar nicht funktioniert. Selbst funktioniert, wenn es funktionieren würde, wäre die Monetarisierung weg, weil die Konfusion einfach zu viel Schaden drückt. Yes. Gut. Wir gehen. Yeah. Wir gehen. Können Specki gehen. Aber. Oder wir waren schneller, ne? Ich mach, glaube ich, eine Aquaknarre. Ja, Aquawelle. Die könnte vielleicht sogar killen. Ja, okay, alles klar. Gut, er macht einen Heuler. Das ist Porgas. Denn dadurch können wir einfach wieder Aquawelle drücken. Und maybe, wenn wir einen Hyrule kriegen. Alter, das hat Schaden gedrückt. Holy shit. Ruckzuck, keep it in, man. Bam, Junge. Ins Gesicht, Alter. Aber ja. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert den Kanal, liked das Video und dies, das, anders, ihr wisst, wie das Prozedere läuft. Ich hoffe, ihr seid auf das Projekt hyped. Ich auf jeden Fall. Alter, die ersten zwei Minuten des Videos schon doppelt so viel Hype-Commentary wie sonst auch. Kann das Ding Verfolgung? Wahrscheinlich, ne? Hat das Ding Verfolgung? Unwahrscheinlich? Gehe ich in Jay? Ja. Nice. Okay. Muss zugeben, meine Ass-Cheeks, die waren clenched. Wollte ich nur mal gesagt haben. So, Diebeskuss. Pokémon machen echt guten Schaden, ne? Ja, machen echt guten Schaden. Oh my goodness, wir machen aber besseren Schaden. Das heißt... Ah, ein Hyrule wird vielleicht nicht mal killen, oder? Je nachdem, ob das eine Low-Roll war. Vom Schaden her glaube ich aber nicht. Well, doch, war eine Low-Roll. Gut. Oder es war eine Mid-Roll und wir haben jetzt eine High-Roll bekommen. Ist aber auch egal, das Pokémon ist tot. Von daher haben wir gewinnt. We take those. So, mit wem sind wir eigentlich im Lead? Das würde mich mal interessieren. By the way... Boys and Girls mit Kira. Wir haben auch nicht so viele Tränke. Ich habe auch, glaube ich, nichts gekauft an Tränken, ne? Nee. Fuck. Ich sollte vielleicht gleich heilen gehen. Yeah. Werde ich, glaube ich, gleich machen. Ich glaube schon, ja. Ja. Wir machen noch den Kampf hier. Gut. Let's go, rüpel it in, man. Baunfugil. Ah gut, wir haben Dingens vorne, Jay. Ich dachte, wir haben noch Kira, weil das wäre echt problematisch. Jetzt ist es mir relativ scheißegal. Okay, es ist mir nicht mehr scheißegal. I hate it, Jay. You're strong. Groll. Und wir sind nicht mehr verwirrt. Jay ist strong. Ich mach mal einen E-Gesamt, weil ich... Ja.
weil ich wusste, dass noch ein Kung-Fu-Strahl kommt und lieber nehme ich den Consistent Damage, anstatt mal nicht durchzukommen. Aber Jay denkt sich, Duho, dir zeig ich's. Egal, ob ich verwirrt bin oder nicht. I don't care. So ist es, so ist es. Und dann werden wir mal einen guten alten Rankin-Hybriden machen. Ja, macht gar keinen Schaden. Wir sind nicht mal verwirrt. Alter, Jay ist einfach too strong für dieses Game. He is too strong. Too strongerinius. So, ein Rankenhieb und das Teil sollte Geschichte sein. Wait, kann es nur Konfustrahl, Erstauner und Groll? What? Oh, das Trash-Set. Aber gut, wenn man auch keine wirkliche Antwort hat und kein E-Gesamen oder so, es könnte schon nervig werden. Yep, das war ein Crit, oder? Ja. Jay, warum machst du so? Das finisht nicht, nein. Gut, stallen können wir auch nicht. Wir könnten austauschen. In Bullock. Beziehungsweise Bullock. Dann sollte er Staunen oder so nicht treffen. Zywelle. Ah, das ist also sein vierter Move. Gut, das war aber eine schöne Minroll. E-Gesamt finished und heilt uns ein bisschen. Nice, 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 nice. So, Klick. Ist uns das egal? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ja, jetzt wäre es der Trümmer auf Specki ganz cool gewesen. Wir machen mal einen Windstoß. Wie viel Schaden macht das? Ah. Das war sogar ein Crit. Er wird nochmal Klick-Diskus drücken. In Jay kann ich nicht gehen. Ich muss in Specki. Okay, ich muss definitiv nach dem Kampf heilen, zu 100%. Let's go, Specki! You can do it! Gut, jede Attacke, die wir haben, trifft resisted. Zash, Alter. Alter! Okay, das war ein Crit. Gut, nochmal. Specki! Schade. Oh, er wehrt die Attacke ab. Specki OP, Alter. Nicht nur fett und drückt huge Damage, sondern auch fragil, sein Urgroßvater. Fragil? What? Was wollte ich sagen? Flink. Beziehungsweise... Yes. Ihr wisst, was ich meine. Egal, ich heil mal eben. Friends, ich bin back. Ich habe geheilt. Rentat hat unterwegs ein Level up gemacht. Ich glaube Jay auch. Ich bin mir nicht sicher, weil ich unterwegs einfach die Kämpfe mitgenommen habe. Ich glaube, ich werde Specki wirklich Zertrümmerer beibringen, weil es könnte uns eventuell helfen. Es könnte aber auch ein Fehler sein. Ist aber okay. Glaube ich tatsächlich. Weil wir haben halt Zermürben als normale Attacke. Schlecker ist Coverage, macht zwar keinen Schaden, aber wie gesagt, ist Coverage. Ja. Zermürben ist zwar schwächer als Tackle, aber ist dann eine Kampfattacke. Unsere Verteidigung ist Garbo as fuck. 29 zu 43 Spezialdefensive. Holy shit, Alter. Das ist echt Trash. So, wir haben einen Doppelkampf vor uns. Jetzt die Frage, mit wem ich leaden möchte. Das sicherste wäre natürlich Specki. Oder Berti. Wir sind wirklich tanky. Ich glaube, ich leade mit
Aber bleiben wir mit Rentata vielleicht sogar vorne? Ja. Ja, komm, lass uns einfach mit Rentata vorne bleiben. Der hat eh Dingens Techniker, der wird das carryen, denke ich. Hoffentlich. Ich hoffe es, ich hoffe es. So, let's go, Alter. Komm. DJ Khaled, machen wir ihn fertig mit dem Schnurrbart, Junge. DJ Khaled, 13 oder 14 oder 12 oder so. Piondragi, Absol mit dem Schnurrbart. Oh mein Gott. Fuck, Houston, we have a problem. Okay. Okay, 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 okay. Verfolgung ist hier doppelt eine Rolle, beziehungsweise ein doppeltes Fragezeichen. Aber ich bin mir sicher, eins dieser Pokémon kann Verfolgung. Die andere Frage ist, was werden sie klicken? Und was können die auf dem Level? Ach ja, und ich habe Schlitzer gelernt, by the way. Ich glaube, ich mache Aeroas wegen Stab. Ich könnte aber auch Schlitzer drücken. Ne, 70. Techniker geht nur bis 60 in der Gen. Ich glaube, ich mache Absol weg. Oder? Ja. Ja, Absol könnte mir zu viel critten. Verfolgung. Es war so klar. Oh mein Gott, das hat Schaden gedrückt. Bis auch noch. Und er crittet uns Turn 1 einfach. Einfach so crittet er uns Turn 1. Gegen Absol einen Crit, okay. Das ist nice. Oh mein Gott, es hat Unbeugsamkeit. Ah. Bruder, das ist jetzt nicht dein Ernst, Mann. Ey, ich könnte kotzen. Wurden von einem Biss gecrittet. Der allererste Biss, der crittet einfach. Weißt du, es juckt nicht. Es interessiert nicht. Es macht einfach. Ich könnte in Jay gehen. Die resisten die Unlichtattacken. Wir resisten eventuell Kampfattacken oder sonstiges. Problem ist Piondragi plus 2. Sobald es auch nur eine Giftattacke hat, egal ob physisch oder speziell, wir sind tot. Vierfach Schwäche auf Jay. Berti könnte ich reinholen. Sehr hohe Defensive. Wir hätten Doppelkick. Ich glaube, ich gehe aber in Specky. Ich glaube, ja, Kira kann ich nicht reinholen. Bullock kann ich definitiv nicht reinwerfen. Es ist zu fragil. Ja, Zertrümmerer. Auf Absol. Eissperr, okay. Das ist schon mal nice, wenn du fünfmal triffst. Come on. Schade. Okay, kein Flinch, bitte. Es ist schon wieder ein Crit, oder? Nein. Alter, wie viel Schaden macht dieses Absol? Holy shit, wir haben aber gecrittet. Nicht, dass es gemerdert hätte. Alter, fuck my life, Mann. Und die sind auch noch Level 20. Wir waren 2 Level drunter mit Rentata. Eissperr, okay, komm. 5-mal mit High Rolls und Crits. 2-mal mit gar nichts. Käferbiss. Und wir machen nichts. Nice. Ach, come on. Aber es hat, glaube ich, keine Spezialattacke bis jetzt, oder? Hoffe ich? Come on, 5 mit Crits. Akupressur, okay. Es kann gefährlich werden, aber wenn wir jetzt eine Hyrule kriegen, glaube ich, ist es tot. Erhöht die Verteidigung, fuck. Es reicht trotzdem. Oh. Alter. Holy shit, Mann. Als ob die uns einfach Rentata genommen haben, Mann.
come on, Alter. Das ist doch Bullshit, Mann. Oh, Mann. Heißt du einfach der allererste Biss? Tot. 27 Defensive ist halt nichts, ne? Wir haben halt Speed gehabt. Angriff ist auch ganz gut gewesen. Plus Techniker und... Ja gut, jetzt muss ich mir aber auch nicht mehr die Frage stellen, welches Pokémon nehme ich für Doppli raus? Ja gut, hat sich dann auch geklärt, die Frage. Aber lieber wäre mir legit Bullock gewesen auf dem Level, anstatt Rentata. Ah, Mann, ey. Ach, Glückspilze, ja. Danke. Machst mich doch mal fertig, ne? Mit der fucking Ability, Alter. Wir nehmen das Kieferfossil, keine Ahnung, klingt einfach geiler. Nehmen wir mit. Ich glaube, das können wir aktuell noch nicht eintauschen, oder? Ich bin mir nicht sicher. I'm not sure. Aber was wir machen können ist, wir werden uns jetzt erstmal zurück in die Stadt begeben. Und dann, Rentata ablegen. Beziehungsweise Doppli mitnehmen. Oder, ich wollte gerade sagen, lass uns die Flugkämpfe machen. Nur mit Bullock selber, ja, macht keinen Sinn mehr. Gut, wir gehen eben in die Stadt zurück. Rest in Peace, Rentata. Meiner Meinung nach hätte es ein MVP sein können. Es war schon MVP, seitdem wir es bekommen haben. Ich hab's so gefühlt, Alter. Ach, goddammit, Mann. Wir haben gute Backups an sich. Es ist wirklich not bad. Siegeswille auch noch auf Barbie Girl. Das ist echt gut an sich. Damn, okay. Ja, Doppli. Ich mal die Stats von Doppli an, im Gegensatz zu den anderen Pokémon. Ich meine, die sind auch 13 und so und es ist 17, aber die Stats heftig, oder? Prachtfeder mit Sturzbach, Stahlgestein, Giftwasser, hat Feenschicht. Ist Feenschicht nicht, dass alle Attacken vom Typ normal zu Feenattacken werden? Ja. Was zwar kein Step ist, aber ist dann Coverage. Okay. Sturzbach, ja, bringt uns auch nicht so viel. Die Prachtfeder nehmen wir an. Und, die Barbiri-Bäre nehmen wir auch an uns an. Aber ich würde sagen, wir nehmen Doppli einfach, weil wir haben legit dadurch dann gute Coverage. Es hat gute Overall-Stats. Es ist relativ langsam. Ihr seht es, wirklich legit langsam. Aber so ist es auch gedacht. Aber die Stats am Anfang sind echt nice. Die sind echt strong. Deswegen habe ich ja gesagt. Und wir haben natürlich noch Sandsturm. Das heißt, wir haben nochmal zusätzlich Spezialverteidigung. Aber es wird definitiv im Mid- bzw. Late-Game, also im späteren Verlauf des Spiels, relativ useless sein, weil seine, ich glaube, Overall-Stats betragen 80? Ich glaube 80, ne? Alles 80, außer sein Speed. Sein Speed war... ich glaube 50 oder 30 oder so, irgendwie sowas. Auf jeden Fall, ja, langsam. Gut, Friends. Ich würde tatsächlich aber hier, glaube ich, einen Cut machen. Das heißt, ich werde die Pokémon... Obwohl, müssen wir leveln? Ja doch, ich werde die auf 22 bzw. 23 bringen. Glaube ich, ist ein gutes Level, oder? Vielleicht sogar 24. Ach, ich... Wir werden einfach schauen. Und dann werde ich vielleicht auch zurück in die erste Stadt gehen. Auch wenn es ein weiter Weg ist. Ist aber okay, das kann ich hier offscreen alles machen. Und schon mal ein, zwei Competitive Items snacken. Geld haben wir eigentlich. 10k, ja, wir können uns definitiv Minimum 3 snacken. Sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Kann uns auf jeden Fall helfen. Gut. Dann geht's nächste Folge weiter. Wir machen den Strand ganz schnell. Dann machen wir die Arena.
Also die Trainer und dann hoffentlich auch den Arena-Leiter. Das wäre richtig nice. Oh. Das ist schon 2 Tode, Alter. Ach man, goddammit, das mit Rentata, das nimmt mich wirklich mit, Mann, ernsthaft. Fuck mal live, Mann. Egal wie dem auch sei, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Vor allem ein fettes F in den Chat, beziehungsweise in die Kommentare für Rentata. Und natürlich auch einen Daumen nach oben für den gefallenen Bruder. Oder war das eine Schwester? Ich habe keine Ahnung, ich glaube aber ein Bruder. Ansonsten abonniert den Kanal, falls ihr in Zukunft nicht mehr so verpassen möchtet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten wieder. Macht's gut, ich mal raus. Peace.